Ich möchte jetzt einen Kollegen vorstellen, Herrn Kollegen Scheer, der das Unternehmen nicht gegründet hat, als er Student war, wie Ihr Vorredner, sondern er war etablierter Professor. So, davon gehe ich doch mal aus. Du warst damals schon Professor, oder? Bevor du dein erstes Unternehmen gegründet hast? Oder hast du das schon zu Studentenzeiten gemacht? Naja, vorhin wurde ja schon angesprochen, nicht, wie der deutsche Standort ist. Nicht? Und in der Forschung sind wir ja noch einigermaßen gut und geben auch sehr viel Geld dafür aus. Nicht? Wenn man auch alleine die Informatikforschung sieht, nicht, da wird ja mit Milliarden eben auch gerechnet. Wir haben die großen Forschungsorganisationen, Max Planck, Fraunhofer, die ja in der Welt auch, für die Welt auch attraktiv sind. Wir kriegen jeden Forscher der Welt nach Deutschland, weil wir sehr gute Arbeitsbedingungen hier haben durch diese großen Organisationen. Nur eben der Output von Ihnen bezüglich der Wohlfahrt unseres Landes ist zu gering. Das merken die auch mittlerweile, dass sie auch nach ihrem Nutzen gefragt werden und nicht nur danach, wie viel Fußnoten da nun veröffentlicht werden. Und insofern war ich damals meiner Zeit wohl ein bisschen voraus, als ich die IDS gegründet hatte. Und wurde auch teilweise im Kollegenkreis angefeindet, aber mittlerweile ist das ja in. Nicht? Die Universitäten rühmen sich damit mit ihren Ausgründungen und mit den Beispielen, die sie eben hier erfolgreich gemacht haben. Gott sei Dank ist diese Entwicklung eben eingetreten. Du überblickst ja einen ganz großen Zeitraum, insbesondere IT, Digitalisierung, all diese Themen waren ja immer deine zentralen Themen. Und vielleicht sagst du noch etwas zu dem Thema agil, flexibel, autark. Und nicht nur die Forschungsorganisationen müssen ihren Nutzen zeigen, sondern natürlich unsere Digitalisierung auch. Nicht? Wenn wir da viel Geld für ausgeben, muss natürlich auch hinterher der Nutzen sichtbar sein. Und gerade in dem professionellen Umfeld bedeutet das natürlich, dass wir eben Unternehmen unterstützen müssen, sehr schnell sich anpassen zu können, aber auch aktiv auf neue Ideen zuzugehen, also agil zu sein und auch innovativ zu sein, also Innovationen anzuziehen, auch aktiv hier eben anzustreben und nicht erst abzuwarten, dass eben Start-up-Unternehmen hier die Innovationen bringen, die sie dann hinterher aufkaufen können zu sehr hohen Preisen. Also das sind Dinge, die Digitalisierung eben auch nachweisen muss, wenn sie eben auch hier ihre Kosten dann rechtfertigen kann. Und das sind zwei Aspekte. Einmal muss die Digitalisierung selber so flexibel sein, dass sie den Ansprüchen der Unternehmen nachkommen. Aber auf der anderen Seite müssen eben auch die Unternehmen bereit sein, sich so zu organisieren, dass sie die Möglichkeiten der Informationsverarbeitung aufnehmen können. Also wenn ich mit monolithischen Systemen, die 30 Jahre alt sind, arbeite, die riesenlange Release-Zyklen haben, dann kann ich nicht agil und schnell auf neue Herausforderungen reagieren. Umgekehrt, wenn ich ein ganz tolles flexibles System habe, aber eine festgefahrene Organisation, sehr zentralisiert mit wahnsinnig vielen Abstimmungsrunden, nicht, dann kann ich die Flexibilität des Systems gar nicht ausnutzen. Also beides muss ineinander spielen. Und da hat eben die Analystenorganisation Gartner vor ein paar Jahren eigentlich so ein Modell herausgestellt, das sieht jetzt ganz einfach aus, enthält aber doch eine ganze Reihe von Kernbotschaften und hat gesagt, wir müssen also in neue Architekturen hineingehen, weg von den monolithischen Systemen, hin zu Systemen, die lose gekoppelt sind, wo die einzelnen Teile viel schneller angepasst werden können, verändert werden können, ausgetauscht werden können, um damit eben auch schnell bei einem Unternehmen neue Businessmodelle andocken zu lassen und so weiter, sodass beides ineinander spielen kann. Ich will jetzt nicht die einzelnen Begriffe hier alle eingeben, sondern vielleicht nur auf die Mitte gucken, weil das eben so die großen Elemente sind dieses Ansatzes, nämlich, dass wir unsere Systeme in kleine Einheiten aufteilen, sogenannte Building Blocks, das ist auch nicht neu, von Modulen hat hier Horst Wildemann schon vor 30 Jahren geredet, zwar dann bezogen auf die Fabrik, aber das kann man eben auch auf andere Dinge übertragen. Und das Zweite ist,
ist, dass wir nicht nur diese Aufteilung haben, sondern dass diese einzelnen Einheiten auch miteinander kommunizieren über API-Schnittstellen, also Application Program Interfaces oder über Ereignissteuerung. So, das ist so eine Kernbotschaft, die in diesem Modell so enthalten ist. Und das führt dazu, dass wir eben dann auch über neue Architekturen reden müssen, auch über die Frage, wie man Unternehmen beschreiben soll von der Architektur. Also das Thema Enterprise Architecture kommt wieder in Mode, bis hin meinetwegen auch zur Metaworld und dass man eben auch hier sagt, in welcher Form will ich eigentlich Unternehmen beschreiben, durch Modelle, durch Prozessmodelle oder auch hin bis zu digitalen Zwillingen von ganzen Unternehmen mit zweiseitiger Kopplung. Das heißt, wenn ich die virtuelle Welt verändere, verändere ich auch die reale und umgekehrt eben auch. Das heißt also, hier kann man sehr weite Wege gehen, die jetzt hier eigentlich für die Zukunft so anstehen. Vielleicht noch ganz kurz über den Hintergrund, auf den ich jetzt hier mit Ihnen ein bisschen reden möchte. Ich bin angekündigt als Gründer eines Forschungsinstituts, das sehen Sie ganz recht, das stimmt auch alles. Wir sind 100 Mitarbeiter, indem wir neue Forschungsmethoden auch eben erforschen, also beispielsweise eben viel interdisziplinärer arbeiten, als man das an der Universität tut, obwohl die TU sich jetzt ja auch gerade in diese Richtung hier umorganisiert hat, was ich super finde. Aber der eigentliche Hintergrund ist doch mehr aus dem Unternehmensbereich. Ich leite weiterhin eine Unternehmensgruppe mit rund 1300 Mitarbeitern und ganz links ist eben ein Beratungsunternehmen und das nächste, das SharePass, über das rede ich nachher ein bisschen besser, also ein bisschen mehr, ein bisschen intensiver, insbesondere über die Produkte und warum wir solche Produkte entwickeln. Und das erste ist, dass wir dieses SharePass ausgegründet haben aus dem linken Unternehmen, weil das nämlich ein Produktunternehmen ist und ganz links ist ein Beratungsunternehmen. Das heißt also, dort folgen wir schon so dem Ansatz der stärkeren Fokussierung und versuchen, unterschiedliche Produktfelder eben auch auseinanderzuziehen. Und das ist bei dem dritten auch, also ein Unternehmen, was ich vor 25 Jahren gegründet habe, auf dem Gebiet von Lerntechnologien, sehr erfolgreich, ist auch Marktführer. Das haben wir Anfang dieses Jahres auch in drei unterschiedliche Bereiche gegliedert, die wir auch rechtlich selbstständig machen. Und zwar eben auch einen Produktbereich, dann den Content-Bereich und ein neues Produkt, was noch ganz wenig Umsatz macht, nur 2% von dem Gesamtumsatz. Aber von diesem Produkt erwarten wir viel und was eben auch mit den neuen KI-Dingen auch ausgestattet ist. Und deswegen, um auf dieses kleine Unternehmen denn auch einen Fokus zu richten, haben wir es ausgegründet, um es dadurch besser steuern zu können. So, was ich damit eben zeigen will, ist das, dass ich das, was ich rede, eben auch selber in den eigenen Umfeld tun soll. Auf diese Start-up-Unternehmen, in die wir investiert sind, will ich gar nicht eingehen. So, wie soll denn so ein neues Unternehmen aussehen, was jetzt eben hier agil ist, innovationsfreudig ist? Und da haben wir immer so ein Gegensatzpaar in der Organisationstheorie, weil es eben keine optimale Organisation gibt, nicht? Muss immer mit so Gegensätzen da spielen. Und das eine ist, dass man mehr auf die Ressourcenausnutzung guckt. Dann kommt man meistens zu so zentralistischen Ansätzen. Gleiche Dinge nur einmal machen. Nicht? Dann hat man dadurch keine Überlappungen, aber dann kriegt jeder das Gleiche dann eben auch aufgestülpt, ob das nun so richtig passt oder nicht. So, und das andere ist, dass man eben sagt, man guckt mehr auf die Prozesse, dass ich eben hier die Wünsche des Einzelnen auch möglichst gut abdecken kann und das führt dann eher zu dezentralen Ansätzen. So, und irgendwie muss man zwischen diesen beiden Polen sich immer bewegen. Und eine Lösung ist eben so, dass man versucht, okay, wir brauchen irgendwie auch so zentrale Einheiten, die eben für das Gesamte zuständig sind. Die habe ich hier so als zentrale Dienste mal gesagt, auch extra diesen Dienst da zu betonen, also nicht unbedingt hierarchisch zu denken, sondern eben serviceorientiert zu denken. Und das andere eben, dass wir eben hier Prozesse versuchen, möglichst individuell zu gestalten. Genauso wie ich es eben gesagt habe, dass wir unsere Produktprozesse eben herausnehmen von den Consulting-Prozessen oder auch den Inhaltprozesse von den Produktprozessen oder eben auch neue Ansätze dann stärker fokussieren, auch durch organisatorische Gliederung.
So, das ist jetzt eben hier so eine Idee, wie man moderne Unternehmen gestaltet. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu deren Investitionen, die eben zu den Informationssystemen. Hier habe ich es übrigens nochmal ein bisschen anders dargestellt, das Gleiche von eben, um eben diesen hierarchischen Bezug eines Organigramms daraus zu nehmen. Also, dass wir sagen, wir haben so zentrale Funktionen und Dienste und darum sind die einzelnen Unternehmensmodule oder irgendwie Bereiche, die dann eben hier auch individueller gesteuert werden können. So, aber nun nochmal zu der Idee auch von Gartner, weil die eben auch als zentrale Einheit dieses Gedankens von neuen Systemen eben Plattformarchitekturen herausstellt. Nun ist das Wort Plattform ja nicht ganz neu, sondern das begegnet einem ständig, aber hier ist es eben doch in einer sehr tiefgreifenden Form. So, im Vordergrund stehen eben jetzt hier, da ganz unten links, diese Package Business Capabilities. Das sind eben die, die wir eben in diesem Fünfeck dort gesehen haben, die jetzt diese kleinen Einheiten bilden, die man eben jetzt durch API und durch Event-Kanäle miteinander verbinden kann. So, und um diese zu entwickeln, brauche ich bestimmte Methoden und auch brauche ich bestimmte Werkzeuge. Und die werden nun durch diese Plattform, die Sie dort in der Mitte sehen, als einen Streifen, bereitgestellt. In allen Anwendungen, mit denen man irgendwie zu tun hat, geht es darum, dass man irgendwie die Prozesse automatisieren will, menschliche Arbeit irgendwie ersetzen will durch Automation. Mit KI, ohne KI, wie auch immer. Das nächste, was in jeder Anwendung ein Problem ist, ist die Integration. Keine Anwendung steht für sich allein. Ich muss sie immer verbinden mit vorhergehenden Systemen und nachfolgenden Systemen. Das dritte ist das Problem der Entwicklung. Wir wissen, den Fachkräftemangel, den haben wir nicht nur in der Regierung, sondern den haben wir eben auch hier bei uns. Und dort haben wir eben neue Ansätze, wie man eben jetzt hier auch die Entwicklung beschleunigen kann, indem man nicht nur die Experten einzieht, sondern eben auch die Citizen Developer, also interessierte Mitarbeiter aus den Fachabteilungen, die man mit einfachen Tools jetzt eben eigene Anwendungen entwickeln kann. Das gilt vor allen Dingen auf der UI-Ebene, nicht, sodass man auch trennt eigentlich die algorithmischen Teile von dem User-Interface, weil das User-Interface am schnellsten sich ändert, und eben auch das Erlebnis, also die Experience des Anwenders mit dem System eben ausmacht. Also da ist auch die Schnittstelle, wo eben ein System akzeptiert wird und auch für gut befunden wird. Die Algorithmen, die dahinter sind, sind eigentlich für den Anwender dann gar nicht so richtig sichtbar. So, das heißt also, in so einer Plattform, möglichst in integrierter Form, zumindest sagen wir das so, weil eben in diesen einzelnen Dingen, die ich genannt habe, also Entwicklung, Integration, Automation, Composition bedeutet dann eben noch, dass ich hinterher diese Building Blocks eben auch zusammenfügen muss, also komponieren muss, um dadurch eben eine Gesamtlösung zu bekommen. Und dazu brauche ich auch das Wissen dafür, wie eben so eine Lösung aussieht. Also ich brauche auch die Prozessdefinition. Ja, das sind so Gedanken, nicht nur Gedanken, sondern Anforderungen an eine moderne Softwarearchitektur. Der Entwickler da oben in diesem Quadraten, nicht, der arbeitet mit dieser Plattform, erstellt eben neue Lösungen, neue Anwendungen, sei es eben mit normaler Programmiertechnik oder sei es hier mit Low-Code, also dann auch über Citizen-Anwender. Und dann eben auf der rechten Seite die eigentlichen Anwender, die sind mit der Plattform nicht direkt verbunden, sondern mit der Anwendung, die dann aber auf dieser Plattform läuft. Natürlich hat man immer noch die Altsysteme, auch die muss man über die Integrationsfragestellungen, Integrationsmöglichkeiten dann auch mit diesen Dingen verbinden. Ja, das ist das, was wir sehen, was eben auch in neue Entwicklungen hineingeht. Wir sehen auch, dass die ERP-Anbieter auch sich dieser Entwicklung stellen müssen. Auch die SAP hat mit ihrer Business Technology Plattform ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass sie in diese Richtung gehen will, auch gehen muss. Sie hat sehr viele Unternehmen dazugekauft. Die Anwender erwarten
dass die zugekauften Systeme irgendwie miteinander verbunden werden, integriert werden. Wenn man das also jetzt hier wirklich über eine einheitliche Datenbank macht, ist es fast unmöglich, mit einem Riesenaufwand verbunden. Also es geht gar nicht anders, als eben eine lockere Kopplung dieser Systeme dann hier eben auch zu erreichen. Ja, die Anwendungsarchitektur, die sich daraus ergibt, wäre eben, und da schließt sich das jetzt auch mit der Organisationssicht, dass wir in der Mitte so Shared Services haben. Shared Services sind jetzt Softwaresysteme, sind jetzt die IT-Anwendungen, die eben der Organisationseid, zentrale Dienste dann zur Verfügung stehen. Und wir haben dann hier die PVCs, also diese Packet Business Capabilities, das sind die kleinen Einheiten, die dann über die Prozesslogik zu den Anwendungen zusammengestellt werden. Alles das über Cloud-Technologien verbunden und damit eben auch zu der Außenwelt, also den externen Entwicklern, die sich mit unseren Systemen verbinden wollen im Rahmen einer übergreifenden Supply Chain und ähnlichen Dingen, Partner. Sie sehen es dort, wie es da geschrieben steht. Ja, diese Architektur ist auch fraktal. Das heißt also, auch in kleinen Einheiten kann es wieder so übergreifende Services geben, die dann wieder in noch kleineren Einheiten individuell dann auch noch unterstützt werden. Also insofern kommt auch diese Idee von fraktalen Organisationen hier wieder zum Tragen, sodass sich hier diese Architektur ständig in sich selbst dann nochmal wiederholt. Das war der Weg, den ich so gezeigt habe, also von der Organisationssicht von Unternehmen über eine Plattformarchitektur dann eben zu solchen neuen Anwendungsstrukturen. Ich will ganz kurz noch auf ein Beispiel mal hingehen. Man fängt in der Regel nicht so an, das ganze Unternehmen natürlich jetzt umzukrempeln und sagen, ja, wir müssen alles neu organisieren, das ist eben mit großem Aufwand verbunden, sondern man hat sicher besondere Pain-Points, die man angreifen möchte, aber trotzdem ist es wichtig, meines Erachtens, dahinter eine Vision zu haben, wo eigentlich das Unternehmen hinsteuern soll. Sonst arbeitet man immer Projekt nach Projekt, aber ob das hinterher zu einer gemeinsamen Idee führt, ist damit ja nicht garantiert. In diesem Fall hatten wir die Aufgabe, hier eine Integrationslösung in den Vordergrund zu stellen, also ein sehr erfolgreiches Shopping-Center-Unternehmen in Norddeutschland mit zwei stationären Standorten. Sie haben vielleicht schon hingeguckt, also ein Riesenverhau an unterschiedlichen Systemen, also 5 Warenwirtschaftssysteme alleine im Einsatz. Und diese waren alle über Punkt-zu-Punkt-Verbindungen miteinander dann hier integriert. Kein Mensch wusste mehr so richtig darüber Bescheid, nicht, wie die Zuverlässigkeit und wie die Verantwortlichkeit für diese ganzen Verbindungen eigentlich organisiert würde. Dieses eben jetzt mit einer API-Strategie zu machen, bedeutet, dass man nicht mehr den oberen Strich, also die direkte Punkt-zu-Punkt-Verbindung macht, sondern eben jetzt über solche API-Technologie das macht. Eine API ist praktisch ein Vertrag, den jetzt zwei Systeme miteinander schließen. Da wird vereinbart, wer zugreifen darf, wie viel wird zugegriffen werden wird, zu welcher Zeit, mit welcher Menge. Also das sind richtige Vereinbarungen, die dann sozusagen verwaltet werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Unternehmen der Zukunft über Hunderte, wenn nicht sogar Tausende solcher APIs verfügen. Das heißt also, das API-Management ist dann wiederum eine eigene Aufgabe, die dann bewältigt werden muss. Also welche Systeme alle miteinander in welcher Form dann kommunizieren, nach innen, zwischen den eigenen Systemen, aber auch hin nach außen. So, wenn man dieses für das Beispiel jetzt ansieht, dann sieht das schon ein bisschen besser aus. Das sind die Originalfolien aus dem Unternehmen selber. In der Mitte ist jetzt ein einheitliches Warenwirtschaftssystem. Diese 5 sind abgelöst worden durch eine SAP-Lösung. Aber um diese Lösungen werden jetzt hin die einzelnen differenzierten Anwendungen von ganz unterschiedlichen Produktgruppen, Engineering-Teile, die damit verbunden sind, dann angeordnet. Und alle die werden über die Plattform angebunden.
Also nicht mehr Punkt zu Punkt, einzelne Anwendungen untereinander oder mit der SAP-Lösung, sondern alle werden über diese Plattform gesteuert. Ich hatte vorhin gesagt, wichtig ist ja auch, dass sich die Unternehmen dann eben auch von ihren Businessmodellen verändern. Das Unternehmen wickelt in der Zwischenzeit Einkaufslösungen für einen anderen großen Handelskonzern ab. Das heißt also, die Systeme sind mittlerweile so flexibel, dass sie nicht nur für die eigenen Unterstützungen, sondern eben auch als ein neues Geschäft hier nach außen angeboten werden können. Und damit haben wir also genau dieses Argument, nicht nur IT für intern, sondern eben so flexibel zu sein, dass ich wirklich dort innovativ werden kann. Letztes Beispiel, weil eben genau dieser Punkt der Softwareentwicklung ja eine große Rolle spielt. Ich glaube auch, dass man da mit KI noch sehr viel machen kann. In den meisten Programmen gibt es ja auch dann Kommentare, die häufig auch in natürlicher Sprache gemacht werden. Und wenn ich eben dann die entsprechenden KI-Systeme habe, dann kann ich natürlich auch in einem Wust von solchen Kommentaren herumsuchen, wenn ich ein neues Problem habe, was ich verbal beschreibe, um dann die entsprechenden Codezeilen dann auszusuchen, sodass ich wirklich dann über den Umweg der Kommentare eigentlich mir den Code selbst erzeugen kann. Was hier ist, ist sicher noch eine Vorstufe, nämlich dass ich aber zumindest hier von Model to Execution gehe, das heißt also aus von Modellbeschreibungen hinterher automatisch den Code generieren. Was man dort nimmt an Modellsprachen sind meistens so Subsets von gängigen Standardmodellierungen, also BPMN zum Beispiel, wie ich es hier genommen habe. Das ist auch einem interessierten Citizen Developer, also einem Mitglied der Fachabteilung zuzumuten. Das sind ja auch in der Regel auch Leute, die vielleicht auch schon Informatik oder Wirtschaftsinformatik mitstudiert haben, Interesse daran haben und denen man solche grafischen Beschreibungsmöglichkeiten, die sie ja auch in der Vorlesung gelernt haben, zumindest bei mir, wenn sie bei mir studiert haben, dann ja auch beherrschen können. So, und aus denen wird dann automatisch hinterher Code generiert, möglichst in einer Standardsprache, weil eben schon solche modellorientierten Transformationen ihre Grenzen haben und bei komplizierten Dingen man dann schon auch in die algorithmische Umsetzung gehen muss und dann auch in den harten Code hineingehen muss, also auch denn hier nicht nur Low-Code macht, sondern eben auch dann echt programmieren muss. Es geht eigentlich in Stufen, nicht, dass man einmal hier so eine BPMN-Darstellung hat, die mehr den Fluss, also praktisch den Workflow definiert. Wenn ich in die Kästchen hineingucke, kann es sein, dass ich mit UML da schon weitermachen kann, dann kann ich noch mehr generieren und dann erst zum Schluss wirklich dann mit hartem Code dann arbeite. Ja, das sind so Entwicklungen, von denen ich glaube, dass sie die Unternehmen sehr stark unterstützen können, wenn man eben sich auch auf so eine Diskussion einlässt, auch die Struktur des Unternehmens neu diskutiert und dann eben auch die Möglichkeiten der Informationsverarbeitung dann aufnimmt, die solche Möglichkeiten bereitstellt. Herzlichen Dank für deine Ausführungen. Vielleicht darf ich gleich mal eine Frage anknüpfen. Du hast hier auf deinem Etikett ein Symbol. Ja. Das kenne ich schon seit vielen Jahrzehnten. Ja. Das ist das Symbol gewesen für deine Entwicklung im IT-Bereich, im Prozessbereich, in vielen Büchern beschrieben. Das kommt hier in den Folien gar nicht mehr vor. Was hast du für diese neue Architektur aus deinen alten Überlegungen, die ja nun sehr erfolgreich in der Anwendung waren, gelernt? Ja, es gibt eben ewige Wahrheiten, nicht? Also dieses Y-Modell, das habe ich in den 80er Jahren entwickelt und beschreibt die Prozesse in einem Industriebetrieb. Der linke Teil beschreibt den Logistikfluss, also hier praktisch vom Auftragseingang bis zur Lieferung, und der rechte Teil beschreibt den Produktentwicklungsteil. Und die oberen Bereiche sind eigentlich nicht richtig integriert, sondern der linke Teil wird hier dominiert durch die ERP-Systeme und der rechte Teil durch die CAD-CAM-Systeme. Eigentlich hätten die oben auch zusammen sein müssen, weil eben
ja, die Logistik des linken Teils braucht die Stücklisten, braucht die Arbeitspläne, um zu planen zu können. Die entstehen aber in dem rechten oberen Teil. Das ist aber nicht passiert. Das hätte Siemens hätte die Chance gehabt, beide Dinge zusammenzubringen. Nun haben wir auf der linken Seite die SAP sozusagen und auf der rechten Seite haben wir die technischen Systeme. Aber unten in der Fabrik laufen die zusammen. Nicht, wenn ich da produziere, muss ich einmal wissen, wie ist die Kontur des Stückes. Das kommt aus dem rechten Teil, aus der Produktbeschreibung. Und ich muss wissen, wie viele Mengeneinheiten will ich denn produzieren. Das kommt aus der Logistik. Und deswegen dieses Y. Wir haben das weiterhin als Logo, weil es eben jetzt hier noch diese Prozesssicht eben zum Ausdruck bringt. Das haben wir übrigens nicht abgesprochen. Das habe ich nur noch so als Hintergrund gehabt. Nicht? Und falls noch viel Zeit übrig geblieben wäre. Also das ist weiterhin eigentlich die treibende Kraft, hier diesen Prozessgedanken auch weiterhin zu unterstützen. Deswegen haben wir es als Logo behalten.